Hallo, heute geht es um reflexive Mediennutzung und damit schließt sich der Kreis so ein bisschen zu dem, mit was wir angefangen haben. Wir haben angefangen, eine Karte anzuschauen, haben nach Darstellungsformen in dieser Karte gefragt, nach der Sinnhaftigkeit und wir haben die letzten Wochen damit verbracht, Karten und Geomedien im Allgemeinen als Modelle zu sehen. Und diese Karten und Geomedien schauen wir uns heute noch mal ganz kurz an und schauen uns dann an, was man unter Kartenkompetenz oder reflexiver Kartenkompetenz versteht und betrachten da einen Teil, den wir bisher immer implizit mitgenommen haben. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass Karten Modelle sind, dass es ein Modellierungsprozess ist, ein Auswahlprozess, ein Prozess, der eine bestimmte Fragestellung erfordert, der soziales Umfeld, gesellschaftliches Umfeld mit berücksichtigt. Und das machen wir heute nochmal ein bisschen expliziter, damit wir nicht nur aus einer technischen Perspektive auf Geomedien tatsächlich schauen können, wenn wir die analysieren, zum Beispiel die Frage stellen, ist denn der Wert richtig dargestellt, sondern auch auf diesen konstruktionsbedingten Modellierungsprozess von Geomedien eingehen können, den verstehen und tatsächlich verstehen können, was Karten und Geomedien mit uns machen und wo wir aufpassen müssen, dass sie uns nicht aufs Glatteis führen. Und das vorweg gesagt, gar nicht deshalb, weil die Person, die die Karte oder das Geomedium erstellt hat, aktiv irgendwie manipulieren möchte, sondern es ist immer ein Modellierungsprozess, es ist immer unter einer bestimmten Fragestellung entstanden und wir können nicht ohne weiteres ein Medium, das für eine Fragestellung erstellt wurde, für die Beantwortung einer anderen Fragestellung nutzen.